kostbar wäre. Was wäre denn das? Euer Vertrauen. Wie oft sehe ich euch ganz erschöpft und außer Atem aus den unterirdischen Gewölben zurückkehren. Ja, ja. Warum darf ich euch dorthin nicht begleiten? Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden zu den Staatsgefangenen zu lassen. Du arbeitest dich ja zu Tode, lieber Vater. Ja, ja, du hast recht. Diese schwere Arbeit wird mir zu viel. Der Gouverneur muss mir erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen. Ja. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast es erraten. Hm. Ist es schon lange her, dass er gefangen ist? Schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Ja. Das muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf 1 heraus. Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Rationen kleiner machen. Oh Gott. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als ein wenig schwarzes Brot, einen halben Krug Wasser, kein Licht, kein Strom mehr, nichts, nichts. Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut.